grüße euch zu einer neuen Folge Farm is Dynasty. Wieder zusammen mit meinem Mann. Hallo. So, und ich habe das gleiche Problem, was ich immer habe. Was denn? Ich muss einen Hof reparieren, hab's getan und es wird mir nicht angezeigt, dass ich fertig bin. Ach ja, ich sehe schon, der Kuhstall. Der Kuhstall? Aber meistens musst du doch nur das Gebäude reparieren, wo der Pfeil drauf ist. Nee, ich habe immer irgendwas außenrum noch, was ich da noch mache. Okay, also normal musst du immer nur, wenn du eine Reparaturmission hast, immer das Gebäude reparieren, wo der Pfeil drauf ist oder drin ist. Alle anderen Gebäude sind eigentlich irrelevant. Ah, vielleicht mache ich ja auch zu viel, wer weiß. Ja, du bist einfach zu gutmütig. Ja. In der Hinsicht. Ja. Weißt du, und das nutzen die Leute immer aus. Die sagen dann, hier, reparier mir mal das für 2000 und du sagst dann, ja, mache ich, da ist der ganze Hof repariert, weißt du, und die haben 2000 dafür gezahlt. Das stimmt. Siehst, das sollst du nicht machen. Da muss ich jetzt echt drauf achten, mal, ob ich dann zu viel mache, ist ehrlich wahr. Was machst du? Ich bin zum Baumarkt gefahren. Jetzt ist fertig. Ich shoppe jetzt im Möbelhaus die Küche für 1250 Euro. Okay. Dann shoppe ich jetzt das Badezimmer für 850. Das Schlafzimmer für 1350. Wohnzimmer für 1100. Erste Kinderzimmer für 950 und das zweite für 850. Du hast ja Geld, du. Ich hab jetzt hier komplett gekauft und jetzt würde ich gerne noch wissen. Und die liefern und stellen dir auf, da musst du gar nichts machen. Die liefern und stellen auf, ja. Wow. Bin ich am Überlegen, ob ich noch... mir Ziegelstein... Ja, ich kauf mal einmal Ziegelstein. Ich würde gerne was wissen. Was kaufst du? Ich habe Ziegelsteine gekauft. Gerne wissen, ob ich die... Du hast gerade Ziegelsteine. Liefer zur Rampe. Aber ich kann die nicht... Nein. Okay. Also in den Pickup kann ich tatsächlich nichts mitnehmen. Das ist ja voll kacke. Aber ich kann die Ziegelsteine so aufnehmen und dann springe ich mal ganz schnell. Yes? Ja, das geht. Ha! Kann ich jetzt das hier einfach mit Ziegelsteinen machen? Danke. Das geht. Okay. Hier ist etwas für dich. Ja, also habe ich gekriegt. Ja. 2280 und 4560 Sozialpunkte. Das klingt gut. Das ist gut. So, was haben wir denn noch? Transport. Ja, das können wir auch noch machen. Ich verkleide gerade mein Wohnhaus mit neuen Ziegelsteinen außen. Cool, echt? Ja. Ich habe mir gerade Ziegelsteine gekauft. Kann sie zwar nicht zum Hof transportieren, also schleppe ich jetzt jeden Stein einzeln vom Baumarkt mit der Hand zu meinem Haus. Oh Gott, das klingt sehr funny. Ja, das ist es auch. So, ich fahre mal den Storch um. Nee. Nein, nicht den Storch umfahren, das ist wertvoller Tierbestand. Geht doch gar nicht, der fliegt weg. Na Gott sei Dank, der arme Storch. So. Okay, jetzt habe ich das Wohnhaus unten mit neuen Ziegeln. Nur hier kann ich keine neuen Ziegel machen. Da oben auch nicht. Machen wir den Stall noch mit neuen Ziegeln. Wie sehen die aus von der Farbe her? Nicht so abgeranzt, sondern neu. Mhm. Also. Ja, aber ich finde das Abgeranzte gar nicht so schlecht. Gefällt dir das besser so? Na, du musst es quasi auch alles neu machen. Das ist dann wieder sozialmäßig sehr gut, wenn dein Hof neu ist, weißt du? Ach so. So, nee, ich finde auch, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass man mit Backstein, dass dann quasi unten der Sockel zum Beispiel beim Kuhstall, dass der dann mit diesen alten großen Steinen bleibt. Nee, der kriegt dann tatsächlich einen neuen Betonsockel unten leider. Okay. Oh nein, oh nein, meine Steine sind alle, oh nein. So, hier bin ich richtig. Okay. So, kaufen wir nochmal Ziegel. Nehmen wir nochmal Ziegel auf. Bescheißen wir ein bisschen, indem wir springen. So, wo ist die Hanna?
Ich bin beschäftigt. Hanna sieht aber nicht aus wie die andere. Zack. Okay. Hallo. Vielleicht sind das Zwillinge. Ja, ja. Du siehst pass auf, dass aus, du nicht beide, wie die Prinzessin, nicht das falsche Kompliment weitergibst, ne? Leben gesucht habe. Ich muss erstmal ein bisschen schleimen. Was ist los mit dir? Redest du immer so? Was ist los mit dir? Redest du immer so? Ja. Tag. Hanna scheint dich ein bisschen mehr zu mögen. Guten Tag. Keine Blume ist so schön. Keine Blume ist so schön. Hast du gesoffen? Ja. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Das findet die nett? Mädel, ich mach mir Hi. Sorgen. Hm? Was denn? Ist doch ein schöner Spruch, oder nicht? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Es gibt etwas, toll? Das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. So, jetzt habe ich das hier gleich mit Ziegeln ausgetauscht. Hört sich gut an. Dann hat mein Kuhstall untenrum schon mal neue Ziegel bekommen. Ist auch schon mal gut. Mission Transport, hole das Paket ab. Gut, wo ist das Paket? Ach, du liebe Zeit. Diese Missionen sind toll, die Transportmissionen. Du musst immer quer über die Karte fahren. Ja, ich fahre jetzt Bus. So. Ich gehe jetzt ein bisschen. Das habe ich auch gemacht, als ich das musste. Das ist viel, viel schneller. Ja, den Tipp habe ich ja von dir. Ich wär losgefahren. Ich oder bin auch schon Office, mit dem Auto. Office, da gibt es eine Polizei. Was? Was gibt's da? Office. Oder nee, Büro heißt es. Büro? Was ist das hier? Building Materials. Was habe ich denn hier gefunden? Du denn? Holzlasur. Ach, du bist jetzt beim Baumarkt angekommen. Rauputz, aber da steht doch keine Küche. Doch, du musst Enter drücken fürs Möbelhaus. Wo Enter drücken? Du gehst rein, da wo das ganze Rauputz und alles ist und drückst Enter. Da steht doch oben Möbelhaus, Enter drücken. Aber ich kann die Küche nicht anschauen. Nein, du kannst sie nur kaufen. Es gibt nur eine Sorte Küche. Das ist, habe ich dann die gleiche wie du? Ja. 1250. Ich habe jetzt eine Küche gekauft. Siehst du? Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja. Du kannst auch ein neues Schlafzimmer kaufen, dann musst du nicht in Opas Bett schlafen. Das ist ein Argument. Und neues Badezimmer. Nee, ich wollte die Holzdielen nicht kaufen. Ich wollte hier in den Laden. Mann! Was machst du denn da? Ich glaube, ich habe Holzdielen gekauft, aber die sehen gut aus. Ja, die kannst du jetzt aufnehmen und könntest die jetzt auf deinem Hof verbauen, wenn du einen Transport hättest, um die zu deinem Hof zu bringen. Oder du machst das so wie ich. Und verbaust die Palette vom Baumarkt aus. Ja. Mit dem Bus heimbringen. Ja, ja. Da oben jetzt ein Stück übersehen ja tatsächlich. Oh, jetzt muss ich 500 Meter laufen. Oh nein. Oh nein. 500 Meter. Schaffst du das? Weiß nicht. Weiß nicht. Nicht, dass du Krampf kriegst. Vorsichtig, ne? Nicht so schnell. Ich kann mir auch kurz einen Hirsch zähmen. Ja, das will ich sehen. Pferd wäre nicht schlecht, oder? Oh ja, die fehlen hier noch. Wirklich wahr. Pferdekutsche und so, ne? Dass du dich mit denen noch fortbewegen kannst. Das wäre noch cool. Ja, das hätte was. So, dann machen wir hier auch nochmal neu. Der Steve hat aber auch ein Grinsegesicht. Das ist ein Honigkuchen. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Der, wo ich das Paket gerade abliefere. Okay. Okay. So. Oh, wer bist du? Immer zu spät, nie pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Okay, da kann ich nicht. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Oh, neu, schon wieder nicht genug Ziegel. Das siehst du zum Kotzen. Wie viel Ziegel kannst du da mitnehmen? Hi. Auf ein so einer Palette. Hallo. Also du nimmst immer ein Ziegel in der Hand auf. Ja, auf ein so einer Palette sind 100 Stück. So toll, dich zu sehen. Das heißt, du kannst so effektiv schön, 100 Ziegel Danke. Verbauen quasi. Also optisch gesehen, ne? Diese Wände haben ja immer diese Punkte. Ein Punkt oder zwei Punkte, bis sie fertig sind.
Das ist dann immer ein Ziegel oder halt dementsprechend zwei oder drei Ziegel. Also effektiv kannst du dann quasi 100 Wände machen. Ah ja. So. Ich mache jetzt hier gerade noch die Betonsockel. Die komische Leichtbetonziegel am Gewächshaus, da mache ich jetzt Ziegel draus. So, mein Gewächshaus soll nämlich schön sein, weil da muss nämlich ordentlich was produziert werden. Das muss alles schön aussehen hier. So. Zack. Oh, ich drücke die ganze Zeit. Denk mir gerade, warum springt mein Charakter? Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Kennst du das? Wenn du so auf der Leertaste draufhängst und denkst dir, warum springt der die ganze Zeit? Ja, oder man drückt auf die Pfeiltaste und wundert sich, dass der Charakter nicht läuft. Ja, da kenne ich jemanden. Echt? Ja, das ist letztens passiert. Was? Ich wollte noch gar nicht. Ich bin ja aus Versehen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Aus Versehen? Nee, da wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal zum Baumarkt. Wo ist denn der jetzt nochmal? So ja. Kann ich die Wände nicht auch zu ziehen. Voll doof. Ich habe nur Ziegel. Ah nein, ich habe nicht Ziegel übrig. Hier, den Brunnen kann ich auch noch neu ziegeln. Wo nehme ich die jetzt mit, die Palette? Also entweder mit dem Transporter, den du kaufen musst. Oder sonst. Oder ansonsten gehst du ran, drückst E, springst auf deinen Hof, scrollst durch deine Werkzeuge durch, zu dem Werkzeug, was du da jetzt gerade gekauft hast, und baust es dann an die Gebäude an. So mache ich das gerade. Die Palette bleibt dann quasi beim Baumarkt stehen und packt sich ab. Wenn ich jetzt leicht... Ich habe jetzt gekauft, aber ich sehe keine Palette. Die steht draußen beim Baumarkt gegenüber auf dieser Rampe. Ah. Da, wo Building Material steht, genau auf der anderen Seite. Hier gab es doch noch Keramikfliesen? Windeln, nein. Zwei verschiedene Sorten Holzstielen. Und die hat er dann in der Hand? Ja. Okay. Gut, dann probieren wir das jetzt mal. So. So, erstmal den Boden erneuern hier. Ja, in der so. Küche. Ja, aber jetzt hat er sie nicht mehr in der Hand. Nee, wenn du gesprungen bist auf dem Hof, dann musst du es einmal über das Werkzeug wieder auswählen. Ah. Schick. Ui, das ist aber ein schickes Zimmer hier. Ui, eine schöne Eckbadewanne. Oh, die Küche ist schön, die rote, mit dem neuen Boden. Mhm. Das sieht schick aus. Vorhin, da sind alle Zimmer, hast du jetzt neu. Oh, die Küche ist tatsächlich neu designt. Die war vorher anders. Wie schick. Der gefällt mir, der Koch. Hier brauche ich noch Schindeln. Genau, hier war das mit den Ziegeln. Die Vorratskammer unten. Ich wusste, irgendwo müssen noch Fliesen hin. Die Wände innen, die kannst du aber auch neu machen. Die kannst du auch neu machen. Ich glaube, es gibt da so eine Art Tapete. Oh ja. Mal gucken, die Fliesen. Wo konnte ich denn die Fliesen nochmal gebrauchen? Ich glaube, draußen. Oh, hi, James. Das Schlafzimmer sieht aber aus wie vorher. Das hatte ich eigentlich auch gekauft. Ja, das Schlafzimmer verfärbt sich nicht ganz so. Ah, hier brauche ich auch noch Ziegel. Siehst du? Dann springen wir nochmal ganz kurz zum Baumarkt. Voll am Cheaten, weißt du, beim Baumarkt die Sachen hinstellen, dann eben zurück. Ja. Das Schöne ist, so spart man sich diesen blöden Transporter. Ja, das ist eigentlich auch ganz easy, weil ich habe jetzt alle Zimmer mit einmal 100
Bodendingern fertig. Ja, das Holz kannst du ja auch noch draußen gebrauchen für die Häuser von außen. Überall da, wo Holz dran ist. So, ich mache jetzt gerade mal hier meinen Keller. So. Aber, junge Frau, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.